Ja. Nein! Das war ein Fehler, jetzt hat der den Bikini an. Ah. Lass mich doch im Bikini. Was soll denn das? So, aber jetzt haben. Ich sag nichts dazu. Ich sag nichts dazu. Ich gehe jetzt weiter. Kauf deine DLCs hier, du kommst mir bekannt vor. Vielleicht hast du meinen lang verschollenen Bruder getroffen, ja, ist klar. Okay, hier kann ich mir wieder das Armor Pack fürs Pferd kaufen. Kann ich dich hauen? Nein. Leider nicht. Aber ich kann deinen Wagen zertippern? Nein, kann ich auch nicht. Ah, ich kann Büsche zerhäckseln, wenigstens etwas. So, gehe ich erst unten her. Ja, gehen wir erstmal hier unten her. Wow, Jackpot. Der Pfeil aus Münzen ist ja gar nicht verdächtig, der mir sagt, dass es da lang weitergeht. Deswegen gucken wir doch erstmal oben nach. Ah ja. Ich bin mal gespannt, wann wir die ersten Gegner treffen. Oder brauch. Na, so wie ich das Spiel bis jetzt einschätze, brauchen wir auch sogar noch ein Enemy DLC für Gegner ein. Aber ja, das Spiel soll man nicht ernst nehmen, dafür ist es nicht gedacht gewesen. Das Spiel ist gerade dazu da, um zu zeigen, was passiert, wenn man es mit DLCs übertreibt. So, hier hoch. Gott, sind hier Münzen. Noch mehr Münzen. Und Schafe. Ich frage mich wirklich langsam, ob die Schafe für ein Dings sind, für ein Achievement. Busch zu häckseln. Na, jetzt sind wir wieder hier unten. Ah, gehen wir erstmal hier drüben lang. Hier kommen wir vielleicht. Nein, hier kommen wir nicht hoch. Hier fallen wir nur runter. Okay, vielleicht sind die Schafe wirklich für ein Steam Achievement. Zutrauen würde ich es denen ja. Oder besser gesagt für ein Achievement hier im Spiel. Können wir ja kurz mal gucken. Ich kann ja Pause machen und die Awardments angucken. Find all the hidden DLC Packs. Spend 100 Coins. Collect all Coins in the game. Kaufe alle DLCs. Beende das Spiel technisch. Beende das Spiel so, wie es gedacht war zu beenden. Oh, wahrscheinlich brauchen wir dafür auch ein DLC. Töte alle menschlichen NPCs und alle Schafe. Und, ein Geheimnis. Ah ja, und die The Used to Common Standard. Ah ja, und die halt die ersten wichtigen DLCs, die ersten drei, also Animationen, die Bewegungen links, rechts, springen. Das war das Achievement da. So, war's das jetzt hier? Also ja, ich hatte recht damit, dass es ein Töte alle Schafe DLC Achievement gibt. Beziehungsweise alle Schafe und alle NPCs. Naja, zum NPCs töten brauche ich sicherlich auch wieder das. Auch wieder ein neues DLC. Ah ja, das Versteck des bösen Kerls ist gleich voraus und ich soll auf Trolle aufpassen. Noch ein DLC. Hab ich's nicht gesagt? Hab ich's nicht gesagt? Wir brauchen ein DLC für Gegner. Oh, aber das war zum Glück das letzte versteckte DLC-Pack. Okay, wenn das schon das letzte DLC-Pack war, Bio-DLC hier. Ja, ja. Können wir das lassen?
es passt zwar nicht, aber unsere Marketingabteilung hat gesagt, jedes Spiel braucht Zombies. Ja, deswegen. Na, kaufen wir auch gleich die Rüstung. Wir haben ja die Münzen. Okay. Gerade sind keine DLCs. Wie lange müssen wir auf den Zombie einhacken, bis er stirbt? Also sag bloß, wir können die nicht. Toll, unsterbliche Zombies haben wir jetzt auch noch. Wie können wir bitte NPCs töten? Das probiere ich jetzt nochmal aus. Ich brauche das Nachtmap-Pack. Ja, ja, was kostet das? Ah, gib her. Da gehe ich nochmal kurz zurück. Ich will gucken. Also nein, Zombies kann man nicht, jedenfalls nicht auf diese Weise töten. So wie es aussieht. Vorsicht vor dem Troll. Okay, das kann ich, weiß ich jetzt nicht, was das heißen soll. Haha. Gunpack, I didn't even feel. Ich habe das nicht mal gespürt. Oh oh. Ich brauche eine bessere Waffe. Problem? Jetzt habe ich wieder ein neues DLC. Hoffentlich habe ich dazu noch die passenden Münzen. Das wäre jetzt nämlich blöd. Garantiert kann ich damit dann die Zombies und die NPCs töten. Ah ja. Jetzt habe ich das Waffenpack, aber wie benutze ich die Waffe? Gunpack. Okay, jetzt müssen wir erst wieder zum Waffenschmied zurück. Oder zu Mr. Smith. Player, also Spieler, jetzt da du das Gun-DLC-Pack gekauft hast, habe ich eine Waffe für dich. Sei vorsichtig, wo du damit hinziehst. Ah ja, jetzt können wir Zombies und können, jetzt können wir alles töten. Naja. Jetzt können wir wirklich alles töten. Außer den DLC-Händler, den sollten wir am Schluss erst töten. Ja, ich suche jetzt hier nochmal alles ab nach Zombies und sowieso für das Achievement. Weil garantiert ziehen die Zombies auch dazu für das Achievement mit den Schafen und den NPCs. Das stellt man sich gar nicht mal so vorstellen, wenn man das Spiel anfängt zu spielen und dann kriegt man auf einmal eine Knarre. Nein, den DLC-Händler töten wir nicht. Obwohl, haben wir ihn gerade? Ja, wir haben ihn gerade getötet. Es ist ein Goldfisch. Du berührst das Glas, aber der Fisch reagiert nicht. Was auch immer er tut, der tut es jetzt. Ah ja, okay, wir können beim Shop-Händler also immer noch DLCs kaufen, nachdem wir ihn umgebracht haben. Selbst im Tod noch geldgierig.
So, du musst auch sterben. Ja, ich bringe alle um mit diesem Spiel. Man sieht's richtig. Also, da es kein Triple Jump gibt. Ja, ich hab's rüber geschafft. Und ich kann Büsche zerballern mit der Kanone. Ja, super. Ah, ja. Noch mehr Zombies. Gibt's ja auch einen Zombie, ja. Und den Alten mit seiner Aufgabe. Gibt's hier drin noch was? Nein. Gut. Ja, das Spiel ist wirklich drauf ausgelegt, zum einen die Achievements zu sammeln und zum anderen, um sich trollen zu lassen. Aber ich muss ehrlich sagen, ich mag's. Mir gefällt die Idee. Auch wenn es wahrscheinlich etwas kurz ist, das Spiel. Weil wir haben schon alle Geheimnisse gefunden. Und ich glaube, wir haben auch schon fast alle DLCs gekauft, die es gibt. So, du nutzloser NPC, bist jetzt auch tot. Und ich glaube, dann haben wir hier drüben auf dieser Seite... Na halt, wo ist der andere? Achso, den habe ich hier schon. Ich habe den komischen Fuzzi, der unbedingt das Pre-Order-Pack wollte, schon getötet. Warte, gibt es da unten noch was? Nein, die habe ich auch schon getötet. Das Spiel ist richtig gewalttätig. Es liegt darauf aus, alles zu töten, nur für ein Achievement. Aber ich finde, die Musik klingt gut. Die passt irgendwie zu dem Spiel. Da oben gibt's nichts mehr. Hier oben ist auch kein Zombie mehr, oder? Nein, hier haben wir auch alle Zombies getötet. Oh, habe ich den Geheimgang schon benutzt? Jupp, den habe ich schon benutzt. Will ja nichts verpassen hier. So, der ist tot. Gucken wir erstmal hier oben nach Zombies. Ja. Hoffentlich habe ich den im Geheimgang jetzt auch erwischt, den ich da reingeboxt habe. Oh, da gibt es noch Münzen. Gut, dass ich dies gesehen habe. Und da ist auch der passende Geheimgang dazu, habe ich gesagt. Wo ist denn der passende Geheimgang dazu? Ach doch, der ist hier. Und ich falle an der Hälfte der Münzen vorbei. So viel Skill kann auch nur ich beweisen. Naja, gut. In dem Spiel kann man zum Glück nicht sterben. Okay, ich habe alle Münzen. Zum Glück sind es keine Briefmarken. Naja. So. Dann wieder hier runter. Hier gibt es dann auch den Troll. Ein Schuss tot. Ja, das wollte ich eigentlich noch nicht.